fortgesetzt. Bestimmt kein Grund zum Feiern, sei ein Kriegseintritt, tönt es durch das Land. Am kommenden Sonntag soll die italienische Fahne gehisst werden, um an den Kriegseintritt Italiens 1915 zu erinnern. So lautet die staatliche Aufforderung. Nun schwappt Empörung durch Südtirol. Dieser Aufruf wird als besonderer Affront empfunden. Ging doch das Land Südtirol am Ende des Krieges an Italien? Am 24. Mai sollen auch an den Fahnenstangen Südtirols grün-weiß-rote Flaggen wehen. Vor 100 Jahren trat Italien in den Ersten Weltkrieg ein. Das ist kein Grund zur Freude. Daher werden diese Fahnenstangen nicht beflaggt. Wenn die Anweisung gelautet hätte, die Fahnen auf Halbmast zu setzen, dann wäre das, glaube ich, absolut verständlich und nachvollziehbar. Im Gedenken der unzähligen Opfer. Es ist es im Besonderen auch natürlich für die Südtirolerinnen und Südtiroler. Aber ich denke, generell ist das eine unpassende Anweisung. Und deshalb habe ich entschieden, dass im Bereich meiner Zuständigkeit dieser Anweisung nicht Folge geleistet werden soll. Auch der Bozner Historiker Andrea Nemichele kann den Sinn der staatlichen Anordnung nicht erkennen. Solo di soldati italiani sono morti 600.000. Allein 600.000 italienische Soldaten sind gefallen. Dann muss man noch von der Zivilbevölkerung sprechen, von den Massakern, den Deportationen. Und in diesem Kontext würde man sich eine historische Aufarbeitung erwarten und einen anderen Zugang, um all dieser Opfer zu gedenken. Ich verstehe nicht, welchen Sinn es haben soll, die Fahne zu hissen. Das hat nationalistischen Charakter und verherrlicht den Krieg. 100 Jahre später ist das bestimmt nicht zeitgemäß. Die Empörung ist groß und das quer durch die Parteienlandschaft Südtirols. Die Fahnen sollen am Sonntag nicht wehen. Es verwundert schon sehr, dass eine Regierung, die ja einen Ministerpräsidenten aus Mitte-Links hat, hier den Kriegseintritt feiert. Das ist an und für sich sehr befremdlich. Für Südtirol hatte das noch einen Nebeneffekt, nämlich dass am Ende dieses unseligen Krieges Südtirol zu Italien gekommen ist. Aber ganz unabhängig davon ist es einfach kein gutes Zeichen der Demokratie und einer erwachsenen Demokratie. Der 24. Mai 1915 war kein glorreicher Augenblick in der italienischen Geschichte. Historiker werten ihn als eine Art Staatsstreich. Die Entscheidung wurde von einer kleinen Gruppe gegen das Parlament, gegen das Volk getroffen. Die Mehrheit der Politiker war für die Neutralität und nicht für den Kriegseintritt. Auch deshalb ist es kein besonders demokratischer, erinnerungswürdiger Moment. Die Fahnenanordnung ist auf jeden Fall ein Zeichen von enormer Unsensibilität. Über den Gegenwind braucht sich die Regierung auch 100 Jahre danach.